Niklas Dorsch brachte den FC Bayern München im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt in der 43. Minute in Führung, das erste Bundesligator für den 20-Jährigen gleich beim Bundesliga-Debüt, Trainer Jupp Heynckes schonte zahlreiche Stars. Überlegt war der zentrale Mittelfeldspieler nach einer Steilvorlage von Joshua Kimmich auf Sandro Wagner mit in den Strafraum gelaufen und hatte den Querpass souverän über Eintracht-Kapitän David Abraham im Tor verstaut. Bei seinem Liga-Debüt für die Bayern gleich zu treffen, gelang einem Spieler zuletzt vor knapp 29 Jahren, Thomas Kastenmeier, am 31. August 1989 beim 4:0 gegen den Hamburger SV. Viele Möglichkeiten, in den Genuss eines Bundesligatores für Bayern zu kommen, hat der U23-Kapitän jedoch nicht mehr. Der zentrale Mittelfeldspieler wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern, auch weil er trotz Profivertrags seit 2016 seit längerem schon nicht mehr bei den Profis mit trainieren darf. Video: Schubert, wäre kein Wunder, wenn Bayern weiterkommt.